Gold in Alaska, ein anderer Tag nach Perlen in der See. Ein dritter hat eine Farm und macht sein Glück mit Boston Vieh. Und wir machen Country in good old Germany. Manche machen Blasmusik in Kenia, andere spielen Polka in Peru. Viele finden ihren wahren Sound leider nie. Doch wir machen Country in good old Germany. Country Music hat hier Freunde, von Augsburg bis Berlin, von Bayern bis nach Holstein, siehst du die Fans mitziehen. Du kommst dir manchmal vor wie in Tennessee. Darum machen wir Country in good old Germany. Jeder Mensch hat seine Sehnsucht. Alle suchen irgendwo ihr Glück. Wir haben alle unsere Träume und manche kommen nie zurück. Einer fährt einen Truck 5000 Meilen, ein anderer holt aus Gruben schwarzes Gold. Ein dritter hat ein Tanzlokal in Rimini. Und wir machen Country in good old Germany. Country Music hat hier Freunde, von Augsburg bis Berlin, von Bayern bis nach Holstein, siehst du die Fans mitziehen. Kommst dir manchmal vor wie in Tennessee. Und darum machen wir Country in good old Germany. Hier Freunde, von Augsburg bis Berlin, von Bayern bis nach Holstein, siehst du die Fans mitziehen. Du kommst dir manchmal vor wie in Tennessee. Und darum machen wir Country in good old Germany. Und darum machen wir Country in good old Germany. In good old Germany. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilometer 330 Ihrer deutschen Country- und Trucker-Sendung bei RTL Plus. Heute aus Bremerhaven bei der ersten Intertruck. Du bist keine 20 Jahre
Blaue Augen, blondes Haar, überall kommst du gut an und auf dich fliegt jeder Mann. Uwe war als erster dran, der kam gleich mit Blumen an, wollt mit dir auf Standesamt, doch du bist weggerannt. Lass doch mal den Cowboy ran, weil der besser küssen kann. Mit nem großen Cowboy-Hut, da geht's noch mal so gut. Lass doch mal den Cowboy ran, weil der alles besser kann. Lass die anderen Männer stehen, dann wird er niemals gehen. Erich aus dem Bayernland, ne Figur wie ein Kleiderschrank. Auf der Piste lag er vorn, nur bei dir hat er verloren. Lucius aus dem Börsenhaus ging mit dir ganz vornehm aus. Seine Aktien standen gut, doch du gingst mit Knut. Lass doch mal den Cowboy ran, weil er besser küssen kann. Mit nem großen Cowboy-Hut, da geht's noch mal so gut. Lass doch mal den Cowboy ran, weil er alles besser kann. Lass die anderen Männer stehen, dann wird er niemals gehen. Lass doch mal den Cowboy ran, weil er alles besser kann. Lass die anderen Männer stehen, dann wird er niemals gehen. Es wird langsam hell. Höchste Zeit für das nächste Motel. Jetzt ein heißes Bad und eine Mütze voll Schlaf. Zwei Stunden oder drei, dann ein Rührei und Kaffee dabei. Mach ihn stark und süß. Express Container Paris. Zahnbürste, Pass und Euro-Scheck. Ja, ansonsten hab ich kein Gepäck. Vergessen die Meilen, die ich hinter mir ließ. Express Container. Ein letzter Blick, sicher komm ich irgendwann zurück mit der nächsten Fracht für eine ganze Nacht. Gib dem Diesel Sprit für den Trans-Europa-Ritt. Die Nacht war kurz und süß. Express Container Paris. Ich hab sie, glaub ich, nicht nach ihrem Namen gefragt. Es war nicht wichtig, wie sie hieß. Ich hab ihr dafür viele nette Sachen gesagt.
Express-Container Paris. Zahnbürste passt und ein Eurochette. Ja, ansonsten hab ich kein Gepäck. Vergessen die Meilen, die ich hinter mir ließ. Express-Container Paris. Zahnbürste, Pass und ein Euro-Scheck. Ja, ansonsten hab ich kein Vergessen die Meilen, die ich in mir ließ. Express-Container Paris. Mit einem technischen Leckerbissen geht die Sachverständigenorganisation DEKRA in die 90er Jahre. Herr Berner, was ist das Besondere an diesem Eurotruck Nummer 1? Fangen wir mal außen an. Ja, Sie sehen außen ein futuristisches Äußeres. Das stammt vom Stardesigner Peter Luan-Hasne. Und aus diesem Design haben wir einen sehr niedrigen CW-Wert, was die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuges erhöht. Wir brauchen weniger Kraftstoff. Zudem ist das Fahrzeug voll verkleidet. Auch an den Seiten. Damit haben wir keine Schwierigkeiten, wenn es zu Kollisionen mit Fußgängern oder Radfahrern kommt. Also kinderfreundlich. Es ist sehr kinderfreundlich. Und das Fahrzeug hat auch als erstes Fahrzeug in Serie einen Doppeltandem-Partikel-Rußfilter, ist also auch umweltfreundlich. Eine geballte Ladung Hightech auch im Cockpit. Herr Berner, vielleicht erläutern Sie unseren Zuschauern einmal, was hier alles so abläuft. Ja gut, wir haben hier natürlich auch herkömmliche Technik drin, aber wenn ich jetzt mal anfange, was wir an spezieller Technik haben, sehen Sie hier zwei Kameramonitore. Sie sehen an der Außenseite des Fahrzeuges zwei Kameras, die den Fahrer bei Rangierarbeiten in schwierigen Verkehrssituationen unterstützen, sodass er zum Beispiel den toten Winkel ausschalten kann. Die Kameras sind auch beweglich. Was ist denn das zum Beispiel hier? Das ist ein vollautomatisches Reifendrucküberwachungsgerät. Es ist immer schwierig beim Truck die Reifenluft zu prüfen und wir lassen uns das von einem automatischen Warn- und Meldegerät sagen, wann wir die Reifenluft nachfüllen oder nachprüfen müssen. Sensationell! Das ist aber noch lange nicht alles. Das Fahrzeug bietet noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel hier ein elektronisches Abstand-Warnsystem beim Rückwärtsfahren, das optisch und akustisch genau anzeigt, wann das Fahrzeug am Hindernis ankommt und wann es bremsen muss. Ich glaube, auch hier am Lenkrad haben wir noch einige Besonderheiten und auch vor Ihnen. Das Fahrzeug besitzt Airbag für Fahrer und Beifahrer. Außerdem in den vollautomatischen Sitzen integrierte Sicherheitsgurte, sodass der Fahrer also hier bequem fahren kann. Und hier herum, was haben wir hier herum noch? Hier ist ein Navigations-Travel-Pilot, das dem Fahrer vieles erleichtert. Für den Laien, es ist ein Straßensuch- und Findgerät, es ersetzt den Stadtplan. Also das Einzige, was man noch selbst machen muss, ist fahren. So ist es. Ich bin drauf und dran, dich aufzugeben. Ich bin drauf und dran zu sagen, es ist vorbei. Ich bin drauf und dran, allein zu leben. Ich bin drauf und dran zu sagen, goodbye. Doch stehst du dann so unschuldsvoll vor mir, hab ich nur einen Wunsch, ich bleib bei dir. Zwischen uns mal war, die Nächte sind ein Albtraum.
bin drauf und dran, dich zu verlieren. Ich bin drauf und dran, zu lernen, was Liebe heißt. Ich bin drauf und dran, es wieder zu probieren. Ich bin drauf und dran und will, dass du das weißt. Warum war ich die ganze Zeit so blind? Ich lebe erst, wenn wir zusammen sind. Wie ein Stern in der Nacht leuchtest du in meiner Dunkelheit. Wie ein Stern in der Nacht zum Greifen nah, doch bist du so weit. Zwischen uns mal war. Die Nächte sind ein Albtraum, denn du bist nicht da. Wie ein Stern in der Nacht seh ich dich vor mir, doch du bist nicht da. Vor mir hab ich nur einen Wunsch, ich bleib bei dir. Wie ein Stern in der Nacht leuchtest du in meiner Dunkelheit. Wie ein Stern in der Nacht zum Greifen nah, und doch bist du so weit. Zwischen uns mal war. Die Nächte sind ein Albtraum, denn du bist nicht da. Wie ein Stern in der Nacht seh ich dich vor mir, doch du bist nicht da. Neben mir Renate Stein, mit ihrem Mitarbeiter Ralf. Ihr seid seit Jahren mit Schallplatten, LPs und CDs unterwegs. Renate, du hast viele Erfolge zu vermelden. Du, wir sind seit 10 Jahren Vertreter der Country-Musik in Deutschland und wir sind froh, dass es euch jetzt gibt mit Kilometer 330, wo alle Country-Fans, wir kennen sie inzwischen, oder sehr viele will ich mal sagen, Country-Fans in Deutschland, und wir freuen uns, dass ihr auch mithelft, diese Country-Musik weiter zu transportieren. Das ist eine tolle Sache. Wo seid ihr denn überall unterwegs? Wir sind eigentlich überall unterwegs, wie man so schön sagt, kreuz und quer durch ganz Deutschland, natürlich auch in den 9 Bundesländern, die einen gewaltigen Nachholbedarf an deutscher Country-Musik haben. Und alle Leute warten dort schon auf den blauen TCS-Musiktrag. Hervorragend. Sag mal, wie ist denn der Anteil deutsche-englische Country-Musik? Du, Johnny, 95% deutsche Country-Musik, was sonst? Deutsche Country-Musik, liebe Zuschauer, wunderbar. Und dazu gibt es auch die Platte zur Sendung bei RTL Plus. Die schönsten deutschen Country- und Trucker-Songs, Kilometer 330, Folge 3. Achten Sie auf das Zeichen Kilometer 330. Holen Sie sich die Platte, die LP, die MC oder die CD in jedem Scheibenplattengeschäft. Und natürlich hier am blauen Truck bei Renate und bei Ralf. Ein Hemd mit Fransen dran, hau Dinge Blue Jeans an, ein frecher Cowboy-Hut. 2 Augen blau und klar, strohblondes langes Haar und süße Lippen rot wie Blut. So seh ich dich vor mir, wenn ich mich seh nach dir, in meiner Fantasie. Sprichst du am Mikrofon über Lynn Anderson, John Denver und die Brüder Bellamy? Hey, 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 Lady Country Music, ich höre dich jeden Tag im Radio. Du spielst die Country Music.
bleib ich auf Empfang und träum, du wärst bei mir. Hey, 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 Lady Country Music. Die letzten Country News und heiße Interviews aus Nashville, Tennessee, bringst du mit Charme und Witz und jede Menge Hits aus USA und Germany. Ich weiß nicht, was das ist, wenn du auf Sendung bist, zählst nur noch du allein. Und weil wir ganz bestimmt auf gleicher Welle sind, möchte ich dein Mr. Country Music sein. Hey, 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 Lady Country Music. Ich höre dich jeden Tag im Radio. Du spielst die Country Music da draußen irgendwo im Studio. Auf Empfang und träum, du wärst bei mir. Hey, 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 Lady Country Music. Lady Country Music. Lady Country Music. Er spricht nicht nur die Sprache der Tracker, er ist ein Tracker. Uli Promi Deutschland. Uli, was brennt euch Trackern denn zurzeit besonders auf der Seele? Ja, wieder mal ein neues Gesetz, die 5%-Verordnung. Wir hatten früher eine Marge von 5% zum Gesamtgewicht, wo wir straffrei ausnutzen konnten. Und die haben sie uns von der Regierung einen Monat, innerhalb eines Monats, ganz kurzfristig. Das heißt, wenn ich jetzt 40 Tonnen lade, muss ich auch genau 40 Tonnen Gesamtgewicht einhalten. Und das ist sehr schwer, nicht? Wir haben Sicherheitseinrichtungen, die Kostengewicht. Wir haben damals die 5% ausgenutzt für diese Sicherheitseinrichtungen, Retarder, größere Reifen, stärkere Bremsanlagen. Einfach in die Sicherheit investiert, diese 5%. Die haben wir uns gestrichen. Gut, okay, wir müssen damit leben, aber es ist schwer für uns. Wenn ich mir das richtig überlege, dann hat ja mit Sicherheit das Wetter auch etwas damit zu tun, die Witterung. Ja, das liegt uns am meisten auf dem Marken, Johnny. Das war eine ganz gute Frage. Denn wenn ich mit 40 Tonnen Gesamtgewicht aus dem Werk herausfahre und ich komme in einen Regensturm rein, dann hat der Zug auch mit einem Schlag ein Gewicht von 40,5 Tonnen. Ich mache mich strafbar, komme ich dann noch in einen Schneesturm rein, habe dann über 800.000, 2.000 Kilo Schnee und Eis an meinem Fahrzeug. Schon hänge ich bei 42, 43 Tonnen Gesamtgewicht, werde wieder kontrolliert, kriege eine Anzeige, werde bestraft dafür, wo ich für gar nichts kann. Das ganze Gesetz dient nicht der Sicherheit, ist ein Monkey-Gesetz und dient an für sich nur der Drangsalierei unserer Fahrer. Sicherheit und Vorteil für die Partner auf der Straße bringt es nicht, denn wo wird jetzt wieder investiert? Im Abmagern der Fahrzeuge, im Abmagern der Sicherheit. Und wen beißt es wieder? Die kleinen Hunde, den armen Fahrer, der durch einen Schneesturm fährt oder durch einen Regen fährt und kommt dann in eine Kontrolle, bumm, er kann nichts dafür. Er ist mit 40 Tonnen aus dem Werk gefahren, er ist wieder dran. Sag mir, wie reagieren die Fahrer darauf? Ja, wie es sich gehört, wir sind Demokraten, wir haben diese Regierung gewählt und wir fügen uns. Wir werden natürlich meutern, wir werden an richtigen Orten unser Anliegen anbringen, aber wir werden natürlich nicht mit Gewalt reagieren oder mit Streikdrohung, das ist Quatsch. Sondern wir sind Partner, wir sind für die Wirtschaft da, die Straßen, die Adern der Volkswirtschaft und wir wollen das sein. Partner auf der Straße und wir wollen dafür sorgen, dass die Wirtschaft raucht. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir gute Fahrt. Danke dir, Johnny. Und ich wünsche dir auch alles Gute und hoffe, dich öfter mal wieder auf der Bahn zu sehen. Okay? Auf dem Konto war stets Ebbe und die Rechnung war die Flut. Bei diesem Hin und Her packt ich der Blues und auch die Wut. Noch eines schönen Tages wurde ich Plattenmillionär. Ich kaufte mir die Villa mit Strand und Blick aufs Meer. Ich hatte jetzt die Knete für jeden Tand und Schmus. Für alles, was ein Mann sich wünscht, nur fehlte mir der Blues. Die Villa voller Spielzeug und den Schädel voller Mist.
doch du fühlst nicht mehr den Blues, wenn du ein Sesselpuper bist. Die Verdauung war auch besser ohne Lachs und Kaviar. Ich fühlte, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Und nehm ich die Gitarre, bring ich nichts mehr zusammen. Vom Geldsinn tut der Kopf mir weh, die Finger werden klamm. Die Frauen in meinem Leben, sie berührten mich wie Gold. Ich spielte früher gern im Blues, doch heute spiel ich Golf. Mein Ruhm ist heute verblasst, doch ich sag euch, wie es ist. Du fühlst nicht mehr den Blues, wenn du ein Sesselpuper bist. Kann sein, ich bin jetzt reich im Kopf, kann sein, ich bin verrückt. Das Erste, was ich morgen tu, ich dreh das Rad zurück. Ich ziehe aus der Villa wieder in das alte Haus. Dann öffne ich die Fenster und ich schmeiß die Bündel raus. Ich weiß, es geht mir besser, hab ich nichts mehr zu verlieren. Ich schlepp im Winter Kohlen rauf und manchmal werd ich frieren. Mich hält kein Mensch davon zurück, ich weiß genau, ich tu's. Denn hat mich erst die Wut gepackt, dann packt mich auch der Blues. Und geb ich mal den Löffel ab, dann schreibt auf meinen Stein. Er gab alles für den Blues und wollte kein Sesselpuper sein. Liebe Zuschauer, ich habe jetzt noch etwas Besonderes. Ich darf hier neben mir bei Kilometer 330 einen Superstar aus dem Mekka der Country-Musik aus Nashville begrüßen. Herzlich willkommen und hello, Dickie Lee. Hello, Johnny, und hello, Deutschland. Ich darf Ihnen verraten, dass Dickie Lee in einer unserer nächsten Sendungen zu Gast sein wird und das Besondere, er wird Deutsch singen. Dickie, wie gefällt dir Kilometer 330? Ich liebe deutsche Country Music. Wonderful. Dickie Lee. Dickie ist natürlich auch Ehrenmitglied im Kilometer 330 Club, womit wir beim Thema wären. Achim, was gibt es Neues? Naja, die frohe Botschaft, wir haben den Preis für die Mitgliedschaft in diesem Club drastisch senken können, wegen des großen Mitglaus von neuen Mitgliedern. Wir haben sogar Unterbezirke gegründet und unser aller Freund, Country-Sänger Tex Harper, wird auch in Schleswig-Holstein so einen Bezirk leiten. Wir haben also viele Aktivitäten in der Boutique geplant und es gibt ein ganz besonderes Bonbon für die, die heute bis zum 1. September sich entschließen einzutreten. Das habe ich dir eben erzählt, das kannst du dem Publikum erzählen. Ja, liebe Zuschauer, wer bis zum 1. September Clubmitglied im Kilometer 330 Club wird, der nimmt an einer Verlosung teil. Aus den ganzen Anmeldungen verlosen wir einen tollen Hauptpreis, nämlich 14 Tage Seereise für zwei Personen auf dem Kreuzfahrtschiff MS Kasachstan. Ich kenne das Schiff, ist ein wunderbares Schiff. Das Ganze wurde gespendet von der Firma Delfin Seereisen aus Offenbach. Außerdem gibt es noch 50 Mal meine LP, Ich bin für die Liebe. Also, ich darf Sie einladen zum Kilometer 330 Club. Music is the fever, country mind zu Haus. Egal wie hart der Tag auch ist, ich ruh mich dabei aus. Und oft hab ich mir vorgestellt, wenn's rings um uns nicht stimmt, wie man die Großen dieser Welt auf eine Bühne bringt. Country Music Family, die Welt im Country Fever, das gab's bisher noch nie. Country Music Family, die Kleinen und die Großen in bester Harmonie. Der Präsident vom Weißen Haus spielt Banjo oder Bass. Right. Der Kreml-Chef, er singt dazu so mantelgegeben.
Aus Frankreich kommt die Fiddle und aus England die Gitarre. Das Schlagzeug spielt der Mann aus Bonn, es klingt verdammt nach Marsch. Country Music Family. Die Welt im Country Fieber, das gab's bisher noch nie. Country Music Family. Die Kleinen und die Großen in bester Harmonie. Das gab's bisher noch nie. Country Music Family. Die Kleinen und die Großen in bester Harmonie. Country Music Family. Die Welt im Country Fieber, das gab's bisher noch nie. Country Music Family. Es wär zu schön, um wahr zu sein, doch träumen schadet nie. Thema Umweltschutz. Liebe Zuschauer, ich habe für Sie etwas Interessantes entdeckt, das ich Ihnen jetzt präsentieren möchte. Es gibt jetzt Tankstellen mit dem Umweltmotto Nachfüllen statt Wegwerfen. Nach Einwurf einer Wertmarke wird eine leere Mehrwegflasche mit einem Liter Motoröl gefüllt. Und dann natürlich rein in den Motor. Das kennen wir, das geht wie immer kinderleicht. Die geleerte Flasche wird dann in den Sammelbehälter gesteckt. So wird auch der letzte Tropfen Öl entsorgt und die Flasche kann wieder verwendet werden. Herr Dr. Koch, was versprechen Sie sich von Ihrer Aktion? Wir versprechen uns davon, dass weniger Kunststoffgebinde in den Müllhalden landen und dass das der Umwelt gut tut. Das finden wir sehr gut von Kilometer 330. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wir würden uns natürlich wünschen, liebe Zuschauer, dass Sie diese Sache auch annehmen. Er nimmt den Ring und steckt ihn ein. Und geht ganz einfach fort. Er sucht und findet neues Glück und gibt erneut sein Wort. Und sie steht da und schaut ihm zu. Sie hört nur auf ihr Herz und fragt sich, ob er auch nur ahnt, was sie verliert im Schmerz. Hänge ist die falsche und fallen immer wieder rein. Sie geben alles, was sie haben und bleiben letztlich doch allein. Engel lieben meist die Falschen und rennen gegen eine Wand. Vertrauen und bauen ihre Burgen bei der Liebe meist auf Sand. Nach dem Büro kann sie nicht rein, sie läuft noch durch die Stadt. Die Kälte schleicht durch sie hindurch, sie fühlt sich leer und matt. Und dann geht sie doch nach Haus und bringt die Nacht herum. Sie fragt sich, was lief diesmal falsch und wundert sich, warum.
Anfänge lieben meist die Falschen und fallen immer wieder rein. Sie geben alles, was sie haben und bleiben letztlich doch allein. Anfänge lieben meist die Falschen und rennen gegen eine Wand. Vertrauen und bauen ihre Burgen bei der Liebe meist auf Sand. Anfänge lieben meist die Falschen und fallen immer wieder rein. Sie geben alles, was sie haben und bleiben letztlich doch allein. Engel lieben meist die Falschen und rennen gegen eine Wand. Vertrauen und bauen ihre Burgen bei der Liebe meist auf Sand. RTL Plus lädt Sie ein zu einer musikalischen Reise ins Sauerland. Freuen Sie sich auf schöne Landschaftsaufnahmen und viele bekannte Interpreten. Das Blasorchester Brilon, Renate und Werner Leismann, die Volkstanzgruppe Willingen und viele andere wollen Sie unterhalten. Schön ist es, man kennt sich, irgendwo versöhnt sich wieder mal ein junges Paar. Viel gute Stimmung und Musik in Servus, Grüezi und Hallo bei RTL Plus. Zuschauer, die Urlaubszeit steht vor der Tür und da ist es natürlich ganz wichtig, das Auto, mit dem man in den Urlaub fährt, richtig zu bepacken, und so wie es hinter mir zu sehen ist, ist es, glaube ich, nicht richtig. Wir haben einen Fachmann eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Aurich von der Firma Continental. Er wird uns das jetzt gleich sagen. Herr Aurich, so ist es nicht richtig. Oh nein, so ist es sogar gefährlich, denn dieses Fahrzeug ist, so wie es beladen ist, eine fahrbare Guillotine. Wenn Sie eine Bremsung machen, dann rutscht Ihnen das ganze Gepäck ins Genick. Die Folgen können Sie sich vorstellen. Außerdem ist so die Sicht nach hinten versperrt. Das ist gefährlich für die Fahrt. Und außerdem zusätzlich, das Fahrverhalten ist bei einem Wagen generell anders. Das sollten Sie bedenken, entsprechend den richtigen Reifendruck wählen. Apropos Reifen, was muss man da Besonderes beachten? Nun, neben dem üblichen Werkstattcheck unbedingt den richtigen Reifendruck einstellen. Sie fahren in Urlaub und da ist das Fahrzeug anders beladen als im Alltag. In die Betriebsanleitung schauen, nicht Teillast wählen, wie sonst üblich, sondern den Reifendruck für Volllast. Und diesen Reifendruck, ganz wichtig, vor der Fahrt einstellen, am kalten Reifen. Wenn der Reifen erstmal warm ist, da ist das Messen falsch, denn der warme Reifen zeigt einen anderen Reifendruck an und das führt zu Interpretationsfehlern. Was macht man, wenn auf der Autobahn aber dann doch einmal was passiert, eine Panne oder irgendwas anderes?
Nun, am besten ist es das Reserverad. Das ist also die beste Lösung. Aber wenn Sie ein Notrad haben, so ist das, wie der Name schon sagt, nur ein Notbehelf. Abraten möchte ich von dem Pannenspray. Sie wägen sich in Sicherheit und vergessen dann, dass Sie immer noch einen kaputten Reifen fahren, denn der Reifen muss fachmännisch geflickt werden. Und das ist auch ein Thema. Flicken des Reifens, da hat der Gesetzgeber gewisse Vorschriften. Die gilt es zu beachten. Am besten in diesem Falle ein Neureifen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Und Ihnen, liebe Zuschauer, eine gute Urlaubsfahrt. Der Hund ist gegen die Katze und die ist gegen die Maus. Tracker sind gegen den Nebel und sind gegen ewige Staus. Mein Arzt ist gegen das Rauchen und auch gegen Schnaps und Bier. Die einen sind gegen die anderen und die anderen sind auch nicht dafür. Doch ich bin für die Liebe und fürs Glücklichsein. Bin für fröhliche Country-Musik, blauen Himmel und Sonnenschein. Ich bin für die Liebe Tag und Nacht. Für unbeschwert schöne Stunden und für alles, was glücklich macht. Verliebte sind gegen die Trennung, Antik ist gegen Modell. Der Papst ist gegen die Pille und die Stille ist gegen den Lärm. Das Dorf ist gegen den Landkreis, der Landkreis ist gegen die Stadt. Der Gast ist gegen den Gast, wenn der kein Bier mehr hat. Doch ich bin für die Liebe und fürs Glücklichsein. Bin für fröhliche Country-Musik, blauen Himmel und Sonnenschein. Ich bin für die Liebe Tag und Nacht. Für unbeschwert schöne Stunden und für alles, was glücklich macht. Doch ich bin für die Liebe und fürs Glücklichsein. Bin für fröhliche Country-Musik, blauen Himmel und Sonnenschein. Ich bin für die Liebe Tag und Nacht. Für unbeschwert schöne Stunden und für alles, was glücklich macht. Für unbeschwert schöne Stunden und für alles, was glücklich macht. Herr Tessmann von der Firma MAN in Köln, Sie haben mir was mitgebracht. Das ist richtig, Herr Hill. Ich habe Ihnen mitgebracht den ersten MAN-LKW aus unserem Hause, Baujahr 1903. Herzlichen Dank, aber das ist natürlich nicht alles, was Sie mitgebracht haben. Sie haben auch eine neue Entwicklung mitgebracht. Ja, das ist unser neuestes Produkt. Es ist ein Fahrzeug mit einer Vollverkleidung, einem sogenannten Aero-Paket. Dieses Aero-Paket bringt für unsere Unternehmer eine erhöhte Wirtschaftlichkeit und darüber hinaus natürlich das Thema Sicherheit. Das heißt also, seitliche Kollisionen können durch Fußgänger, durch Zweiradfahrräder weitestgehend ausgeschlossen werden mit den entsprechenden Folgeschäden. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und für das Gespräch. Bitte schön. Ich träumte schon seit Jahren von einem Trip durch Kanada. Von Toronto zu den Rockies, nun war ich endlich da in Kanada. Kanada. Mit dem Wohnmobil auf Highways, vorbei an großen Seen, von Ontario nach Alaska, ich muss es euch gestehen, es war sehr schön. Schön anzusehen. Ich wollte nie eines Pferdes durch den Jasper National Park mit dem Kanu auf.
auf dem Yukon, so wie es früher wohl mal war in Kanada. So wie es mal war. Ich wollte niemals wieder gehen. Ich wusch Gold am Klondike River und fing Lachs in jedem Fluss. Ich sah Wölfe und auch Grizzly, die gab's im Überfluss. Ui. Mal auf dich hinab, seh den großen Hudson Bay, der so still ist wie ein Grab, oh Kanada. Wie ich dich mag, ich komm wieder hierher zurück, ja, ich komm bald schon zu dir zurück. Du weißt, dass ich mir diesen Peter-Bild gekauft habe. Ja. Jetzt habe ich eine ganz große Bitte an dich. Wärst du so nett und würdest dieses Auto taufen für mich und auch die Patenschaft übernehmen? Ist keine Frage, Heinrich. Ich habe zufällig eine Flasche Sekt dabei. Wenn du die doch bitte hier vorne, hier ist er unverwundbar, zerschlagen schönen würdest. Also, dann taufe ich dich hier auf Johnny Hill. So, und jetzt brauche ich natürlich noch ein Autogramm von dir. Hier ist ja. Der Tau bricht sich in toller Farbenpracht. Selbst Willi ist seit Stunden unterwegs. Der Hahn kräht noch die letzten Schläfe wach. Und Susi treibt die Kälber aus dem Stall. Die Pferde wiehern los bei dem Krawall. Nur Gustav mit der Pfeife sitzt vorm Haus. Schaut sich die Augen nach der Susi aus. Ein Duft von Heu in meiner Nase, die Luft so frisch, so lau der Wind. Und dort im Gras ein kleiner Hase, das liebte ich hier schon als Kind. Ich strecke mich im weichen Daunenbett, der Schreck. Hab ausgeträumt und schaut zum Fenster raus. Das war die letzte Straßenbahn vorm Haus. Ein Blick zur Uhr, ich weiß, ich hab noch Zeit. Ich mach mich frisch und bin dann auch bereit, im Strom der Menschen ins Büro zu ziehen. Wie sehn ich mich nach weichem Wiesengrün. Ein Duft von Heu in meiner Nase, die Luft so frisch, so lau der Wind. Und dort im Gras ein kleiner Hase, das liebte ich hier schon als Kind. Bis ich weiß,
Ich bin mal wieder restlos urlaubsreif. Ein Duft vom Heu in meiner Nase, die Luft so frisch, so lau der Wind. Und dort im Gras ein kleiner Hase, das liebte ich hier schon als Kind. Liebe Freunde von Kilometer 330, wir sind beinahe am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mit mir über die Intertrack in Bremerhaven zu laufen. Wir sehen uns wieder am 21. Juli, dann aber um 19.10 Uhr. Bis dahin, tschüss und allzeit gute Fahrt. Allzeit gute Fahrt, das wünsche ich dir Tag für Tag, mein Freund. Allzeit gute Fahrt, ob's regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint. Allzeit gute Fahrt, der Job ist schön, doch manches Mal auch hart. Drum wünsch ich dir dein ganzes Leben lang allzeit gute Fahrt. Du bist die ganze Woche auf irgendeiner Tour. Du hast deine Termine und fährst gegen die Uhr. Dein Fuß liegt auf dem Gaspedal, als wäre er aus Blei. Der Weg nach Hause ist noch weit, verdammte Quälerei. Millionen Kilometer bist du schon gefahren, auf guten und auf schlechten Straßen auf der Autobahn. Durch deine Windschutzscheibe hast du die Welt gesehen. Wer nicht wie du auf Achse ist, kann vieles nicht verstehen. Allzeit gute Fahrt, das wünsche ich dir Tag für Tag, mein Freund. Allzeit gute Fahrt, ob's regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint. Allzeit gute Fahrt, der Job ist schön, doch manches Mal auch hart. Drum wünsch ich dir dein ganzes Leben lang allzeit gute Fahrt. Das wünsche ich dir Tag für Tag, mein Freund. Allzeit gute Fahrt. Ob's regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint. Allzeit gute Fahrt. Der Job ist schön, doch manches Mal auch hart. Drum wünsche ich dir dein ganzes Leben lang allzeit gute Fahrt.